Sie denken darüber nach, Ihr Immobilien über einen Makler zu verkaufen? In diesem Video zeige ich Ihnen 9 Punkte, auf die Sie achten müssten, um den besten Makler für den Verkauf Ihrer Immobilie zu finden. Hallo, mein Name ist Lukas Hesse von der Firma BHE Hesse Immobilien aus Berlin. In diesem Video möchte ich Ihnen 9 Punkte zeigen, die Ihnen helfen werden, den besten Makler für den Verkauf Ihrer Immobilie zu finden. Bleiben Sie wirklich bis zum Ende dran, denn der letzte Punkt hat es wirklich in sich. Gerne können Sie auch diesen Kanal abonnieren für weitere interessante Videos rund um das Thema Verkauf von Immobilien. Nummer 1. Ortskenntnis. Der Immobilienmarkt ist nicht überall gleich. Selbst in Berlin gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken. Daher ist es zu empfehlen, vorab zu prüfen, ob sich Ihr Immobilienmakler auch wirklich in der Region auskennt, in der Ihre Immobilie sich befindet. Hierbei gibt es ein paar Indikatoren, wie Sie das am besten überprüfen können. Zuallererst hat er ein Büro im nahen Umkreis Ihrer Immobilie, zum Beispiel im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern. Nummer 2, ist er dort vielleicht aufgewachsen? Kennt er da diese Gegend besonders gut und ist damit vertraut? Wohnt er vielleicht in dieser Region und kann deshalb bestens mit Interessenten darüber sprechen, was besonders an dieser Gegend ist, wenn es darum geht, ein Haus zu kaufen? Und der vierte Punkt, ist er besonders gut in der Region vernetzt? Hat er vielleicht viele Kontakte, die auch helfen werden, Ihre Immobilie letztendlich zu verkaufen? Nummer 2. Keine versteckten Kosten. Seit Ende 2020 ist der Verkauf der Immobilie für einen Eigentümer über einen Immobilienmakler kostenpflichtig. Die Gesamtprovision von 6% plus Steuern wird hierbei zwischen Verkäufer und Käufer geteilt. Das heißt, für Sie als Eigentümer kommen 3% plus Steuern als Kosten auf Sie zu. Die meisten Makler kommunizieren dies vorab, sodass Sie genau wissen, was für Kosten auf Sie zukommen. Sollte ein Makler dies nicht vorab ansprechen, würde ich mir schon Gedanken machen, ob dies wirklich der richtige Makler zum Verkauf Ihrer Immobilie ist. Gute Makler übernehmen zudem auch Kosten, wie die Beschaffung von Unterlagen, sodass Sie damit nicht belastet werden. Sprechen Sie dies aber gerne vorab an, um wirklich sicherzustellen, ob Sie den richtigen Makler für den Verkauf Ihrer Immobilie haben. Nummer 3. Eine individuelle und umfangreiche Beratung. Der Verkauf einer Immobilie ist immer noch ein Geschäft zwischen Menschen. Ein guter Makler fragt vorab über Ihre Wünsche und Vorstellungen, um diese auch während des Verkaufsprozesses bestens berücksichtigen zu können. Vielleicht macht es auch nochmal Sinn, mit dem Verkauf etwas zu warten. Denn der Makler sollte vorab abfragen, sofern die Immobilie vermietet ist, wie lange Sie diese schon im Bestand haben. Haben Sie weniger als 10 Jahre im Bestand, kann es sein, dass Sie beim Verkauf der Immobilie noch zusätzlich eine Steuer zahlen müssen. Wir empfehlen unseren Kunden hier vielleicht nochmal 1-2 Jahre abzuwarten, um den Gewinn aus dem Verkauf der Immobilie auch wirklich steuerfrei mitnehmen zu können. Lassen Sie sich wirklich umfangreich von Ihrem Makler beraten, um mit einem guten Gefühl in den Verkauf gehen zu können. Nummer 4. Unterstützung bei kleineren Aufwertungsmaßnahmen. Gegebenenfalls macht es noch Sinn, Ihre Immobilie durch kleine Aufwertungsmaßnahmen noch ein wenig aufzuhübschen. Hierzu gehören zum Beispiel noch die Wände zu streichen oder gegebenenfalls den Bodenbelag zu tauschen, weil der etwas in die Jahre gekommen ist. Ein guter Makler geht Ihre Immobilie durch und wird Ihnen auch mal negative Punkte nennen, die vielleicht aufzubessern sind. Dies ist wirklich zu empfehlen, hier auch den Rat eines Maklers anzunehmen, denn er weiß letztendlich, was die Käufer suchen und was auch manche Käufer verwenden, um ihren Preis weiter zu drücken. Hier etwas Geld nochmal in die Hand zu nehmen, vielleicht 1.000, 2.000 Euro für einen Maler, ist sicherlich empfehlenswert. Ein guter Makler hat hier auch direkt den passenden Partner für Sie in der Hand, der die Arbeiten ausführen kann. Daher sprechen Sie den Punkt offen an, ob es vielleicht noch Aufwertungsmaßnahmen gibt, die sinnvoll sind. Natürlich sollten Sie jetzt nicht alle Fenster nochmal austauschen und dafür 20.000, 30.000 Euro investieren. Doch kleine Aufwertungsmaßnahmen können dazu führen, dass am Ende des Tages ein höherer Kaufpreis erzielt wird. Zudem gibt es noch die Möglichkeit einer Vorabfinanzierung. Sollten Sie das Geld für die Aufwertung Ihrer Immobilie jetzt nicht direkt parat haben, sprechen Sie hierzu Ihren Makler an. Ein kleines Ein-Mann-Unternehmen wird Sie dabei sicherlich nicht unterstützen können. Aber ein größeres Unternehmen ist hier durchaus in der Lage, 5.000 Euro vorzuschießen, um die Immobilie etwas aufzuwerten. Am Ende des Tages wird dadurch ein besseres Ergebnis erzielt, auch für den Makler. Daher sprechen Sie die Punkte offen an und lassen Sie sich hier wirklich unter die Arme greifen. Nummer 5. Ein professioneller und zeitgemäßer Vermarktungsansatz. Lassen Sie sich vorab genau vorstellen, welche Vermarktungswege Ihr Makler für den Verkauf Ihrer Immobilie geplant hat. Neben den klassischen Online-Portalen greifen Makler hier zudem auf Suchkontakte zurück, die sie bei sich im System haben. Gerade bei Häusern oder auch Wohnungen ist es zu empfehlen,
Hier vielleicht auch neueste Technologien wie 360-Grad-Rundgänge oder sogar Videos für Ihren Markt und Ihre Immobilie zu investieren. Denn am Ende des Tages hat jeder Käufer ein anderes präferiertes Medium. Und es ist wichtig, den Käufer genau auf diesem Medium zu finden. Manche schauen nur bei ImmoScout oder bei eBay Kleinanzeigen. Andere sind zwar auf der Suche, aber nicht so aktiv und bekommen es gar nicht mit, wenn sie ihre Immobilie nur online inserieren. Da ist es zu empfehlen, wirklich vorab mit ihrem Makler zu sprechen, welche Wege er alles geht, um ihre Immobilie bestmöglich zu vermarkten. 6. Betreuung über den Notartermin hinaus. Der Provisionsanspruch eines Maklers besteht mit Nachweis und Vermittlung der Immobilie. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages hat er seine Provision verdient. Ein guter Makler betreut über den gesamten Verkaufsprozess. Von der Objektaufbereitung über den Notartermin bis hin zur Übergabe und Fertigung eines Übergabeprotokolls. Die meisten Makler machen dies auch so. Aber immer wieder gibt es auch Makler, von denen sie nach dem Notartermin nichts mehr hören. Daher klären Sie dies gerne vorab mit Ihrem Makler ab, wie der dies handhabt. 7. Mitglied in einem Maklerverbund. Die großen Maklerverbände wie der IVD oder der Ring Deutscher Makler legen bei ihren Mitgliedern einen großen Wert auf die Qualität. Mit regelmäßigen Fortbildungen und Seminaren wird sichergestellt, dass der Wissensstand der Makler immer auf dem aktuellen Stand ist. Nummer 8. Referenzen. Fragen Sie Ihren Makler nach Referenzen. Was hat er in Ihrer Gegend in letzter Zeit verkauft? Gehen Sie hierzu auch auf seine Webseite und gucken Sie mal genau, ob er dort irgendwelche Referenzen präsentiert hat. Manche Makler haben sogar schon Videoreferenzen, die immer noch viel authentischer sind als nur das geschriebene Wort. Also stöbern Sie hier ein bisschen oder lassen Sie sich diese direkt vom Makler vorlegen. Nummer 9. Ein gutes Bauchgefühl. Am Ende des Tages müssen Sie ein gutes Bauchgefühl bei der Auswahl Ihres Maklers haben. Denn letztendlich geht es um eine der größten Transaktionen in Ihrem Leben, um Ihre Immobilie. Und da sollten Sie wirklich Vertrauen in die Person haben, die letztendlich Ihre Immobilie verkaufen darf. Sympathie und Vertrauen sind hierbei besonders wichtig. Also hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und los geht's mit dem Verkauf. Ich hoffe, das Video hilft Ihnen, für sich besser abzuschätzen, welcher Makler der richtige für den Verkauf Ihrer Immobilie ist. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, geben Sie doch ein Like oder abonnieren Sie diesen Kanal für weitere interessante Videos rund um das Thema Verkauf von Immobilien. Sollten Sie Freunde oder Bekannte haben, für die das Thema auch interessant sein könnte, teilen Sie das Video gerne mit denen. Bei Fragen können Sie auch gerne auf uns zukommen. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHI Hesse Immobilien.